was hier aussieht wie eine Laptoptasche und mit ca. 3 Kilo auch nicht viel mehr wiegt, ist in Wirklichkeit ein zusammenfaltbarer Gasgrill. Der erste der Welt und den werde ich heute testen. Den muss ich aber erstmal zusammenbauen und ich hoffe mal, dass man dafür kein Ingenieursstudium braucht. Falls doch, muss Tobias Münnig helfen. Der Konstanzer grillt seit über 20 Jahren auf verschiedensten Systemen. Ich habe ein Puzzle dabei, ein Edelstahlpuzzle. Das soll ein Gasgrill werden. Und der besteht aus 10 Einzelteilen. Der Hersteller verspricht eine Aufbauzeit von gerade mal einer Minute, wenn man etwas Erfahrung mit dem Steckgrill hat. Fertig, los. Gut, also dieses Leitenteil mit dem Logo. Okay, dann kommt das hier rein. So, dann decke das Fußteil und das zweite lange Seitenteil aneinander ein hier. So, ist drin. Lege das Bodenteil mit der Wölbung nach unten. Zwischen die drei aufgebauten Teile, die Nasen hier rein. So, und jetzt müssen wir auch nach unten in die Schlitze. Führe das Brennrohr mit der gequetschten. Welches Brennrohr? Was ist das Brennrohr? Guck mal nach hier. Genau, das muss hier, glaube ich. Das rein. Vorne rein, abgelegt richtig. Werden, okay. Das Abstrahlbrech, wie ein Dach über das Brennrohr. Abstrahlbrech, hier. Okay, auch hier. Nase in Nase. Nase in Nase. Fußteils. Jetzt. Damit die Fettauffangwanne sauber bleibt, schüttet Tobi Sand hinein. Der soll Öl und Marinade auffangen. Jetzt noch Edelstahlrost drauf, Gasschlauch anschrauben und die kleine Gaskartusche verbinden. Fertig. 2 Minuten 49. Ja. Ist doch fürs erste Mal nicht schlecht. Würde ich jetzt auch sagen. Weltrekord ist 19 Sekunden. Da sind wir noch ein bisschen entfernt. Das machen wir morgen, Matthias. Gas aufdrehen. Oh ja, man hört schon. Und jetzt sofort zünden. Hier zieht man schon von oben. Brennt. Perfekt. Ich guck mal ins Kupplung. Ja, beide Seiten brennen. Perfekt. Leider hat er keine Temperaturanzeige. Das brauchen wir auch nicht. Das ist ein Outdoor-Grill. Also die Handmethode. Ah, das dauert noch ein bisschen. Man sagt so, 2-3 Sekunden, wenn man es aushält, dann hat er die optimale Grilltemperatur mit. Die liegt bei Fleisch zwischen 230 und 290 Grad. Für den Praxistest gibt's das beliebteste Grillgut der Deutschen. Marinierte Nackensteaks vom Schwein. Wie viele passen auf den relativ kleinen Rost? Eins. Oh, ist richtig schön halt. Wir brauchen richtig Temperatur, damit die Röstaromen entstehen. Ah, hier wird eng. Es hieß, 4 Leute werden satt, aber dann muss einer Vegetarier sein. Der mobile Gasgrill arbeitet mit starken 2,5 Kilowatt. Das sind 4 Minuten pro Seite fast schon zu lang. Ich habe Leute gesehen, die haben eine Bergwanderung gemacht, bis auf, fast auf den Gipfel. Mhm. Und haben sich dann da oben ein Steak gebrochen. Das hast du denn verdient. Ja. So kleine Gasflaschen sind relativ teuer. Mhm. Aber wenn man jetzt nicht mit dem Rucksack unterwegs ist, sondern mit dem Camper, kann man sich auch eine große 5-Liter-Flasche kaufen und kann richtig Geld sparen. Okay, cooler Tipp. Wenn dir mal das Gas ganz ausgeht und du kein neues kaufen kannst, der läuft auch mit Holz oder halt mit Kohle. Dafür bauen die Jungs nur den Brennerschlauch und das Abstrahlblech aus. Profi-Tipp, nicht zu viel Holzkohle reinschütten. Das Loch der Brenneinheit und das Anzündloch für die Belüftung freihalten. Der Umbau vom Gas zum Kohlegrill dauert nur 2 Minuten. Bisschen Zubehör dabei. Ah, perfekt. Das gibt's auch alles hier für den Grill. Mit denen kannst du deine Zutaten transportieren. Da ist auch eine Dichtung drin. Aber die muss natürlich raus, bevor du damit auf dem Grill arbeitest. Jetzt gibt's Currywurst vom Grill. Natürlich mit selbstgemachter Soße. Erstmal schwitzt Matthias Tomatenmark in etwas Öl an. Jetzt kommt die Grundlage der Soße, das ist nämlich Orangensaft. Der soll der Soße eine fruchtige Note verleihen. Für den Geschmack ordentlich mildes Currypulver dazu. Die Würstchen brutzeln schon. Das lockt den Nachbarn an. Currywurst, magst du eine? Ja, klar, will ich eine. Ja. Schon lange nicht mehr gegessen. Ciao. Currysoße vom Grill, nicht schlecht. Wer es scharf mag, kann natürlich mit Spicy Curry nachwürzen. Fruchtig, feurig, oder? Ja, das war. Erst kommt Orange und dann kommt mega scharf. Für den Scotty Grill gibt es noch viele weitere Zubehörteile. Bevor die Jungs die aber einem Praxistest unterziehen, testen sie eine andere Art zu grillen. Und zwar mit diesem mysteriösen schwarzen Block, den die Stadt Konstanz in Klein-Venedig direkt am Bodenseeufer aufgestellt hat.
Irgendeine Idee, was das sein könnte? Ha, Barbecue. Ich vermute mal irgendwas mit Grill. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist eine Luxus-Elektro-Grillstation, die direkt schon da feststeht, wo man sie sich wünscht, nämlich direkt am See. Tobi und Matthias mieten die Grillstation für jedermann an der Strandbar nebenan. 40 Minuten Grillen kosten während der Testphase 5 Euro. Mit Chipkarten schalten sie den Grill frei. Und schon präsentiert sich die blitzblanke Grillfläche. Krass, das ist so eine Stahlplatte, das ist gar kein Rost. Ne? Ja, Teppanyaki-Platte nennt man das. Das kommt aus Japan. Darauf kann man alles machen tatsächlich. Das ist super. Gut, dass ich alles dabei habe. Ja, Guck mal hier. Da die Grillplatte so schön groß ist, sollen laut Erfinder bis zu 8 Personen entspannt satt werden. Um das zu testen, brauchen die Jungs natürlich noch ein paar Hungrige. Ich guck mal, ob ich noch ein paar spontane Mitgriller finde. Und du kannst das Ding ja schon mal anschmeißen. Zum Essen haben wir genug. Ich würde euch gerne zum Grillen einladen. So ganz spontan. Was du willst? Ja, klar. Wir sind da drüben. Wann immer ihr möchtet, kommt ihr einfach rüber. Ne? Dankeschön. Okay, sehr gerne. Danke. Tobi kümmert sich um den Barbecue-Butler. Die Grillfläche hat 2 Bratzonen, die auf 3 Temperaturstufen arbeiten können. Der Wassertest zeigt, nach 6 Minuten kann's losgehen. Das Grillgemüse schmort Tobi auf Stufe 2. Das Gemüse ist schon mariniert, da brauche ich jetzt kein Öl. Für den Spargel ölt er die Teppanyaki-Platte etwas ein. Im Gegensatz zum klassischen Grillrost bietet die Edelstahl-Kochfläche viel mehr Möglichkeiten. Da staunen auch die Gäste. Alles, was man in einer Pfanne machen kann, könnte man theoretisch auch hier auf diesen Grill hier machen. Ja, mega praktisch. Man muss einfach nur sein Zeug mitbringen und dann kann man so eine Grillparty veranstalten. Total oft sitzen hier Leute mit Einweggrills und dann liegt Alufolie rum und die Kohle und keiner schmeißt es richtig weg und das Problem löst sich hier von selber. Die Frage ist jetzt, ob Matthias seine vielen spontanen Gäste auch satt bekommt. Wie viele sind wir denn jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ja, du auch, ja? Ist auch Hunger. 11. Sauber, Matthias. Einfach mal den Kameramann vergessen und 3 Leute mehr eingeladen, als der Grill laut Hersteller satt machen kann. Da aber Tobi Vollgas grillt und die Platte an ihr Limit bringt, werden am Ende auch 11 Gäste satt. Einer der Erfinder des Mietgrills ist Maschinenbaustudent Felix Warisch. In Australien entdeckte er öffentliche Grillstationen. So etwas müsste es doch auch in Deutschland geben, dachte er sich, gesagt und umgesetzt. Jetzt sind die ersten 3 Stationen im Testeinsatz. Die nächsten Schritte sind auch, dass die Grillanlagen über eine App ähnlich wie bei den E-Scootern auffindbar sind. Ich kann dann schauen, ist sie gerade verfügbar, kann sie direkt über die App bezahlen. Ziel ist, Barbecue-Butler in jeden Park in Deutschland mindestens zu bringen, wenn nicht sogar europaweit. Oder weltweit. Oder weltweit. Dafür sucht Felix gerade Investoren. Leider ist die Edelstahlplatte nach dem Grillen ziemlich eingesaut. Ich glaube, ich lasse das meine Gäste machen. Ja, das wäre die eine Option. Oder einfach die Grillschublade wieder einschieben. Denn das Merkmal vom Barbecue-Butler ist, dass er eine integrierte Selbstreinigung hat. What? Sind da so Heinzelmännchen drin mit kleinen Bürsten oder was? Ja, fast. Den Knopf drücken hier. Boah. Und jetzt nichts mehr machen oder schieben? Und einfach komplett einmal rein. Ja. Hinter der Rückklappe versteckt sich die Technik. Der obere Bereich ist nur für die Selbstreinigung da. Die dauert nur 12 Minuten und funktioniert überraschend wassersparend. Dadurch, dass wir das Wasser umwälzen, kommen wir zum Schluss mit nur ca. 600 ml Frischwasser aus, um wirklich die Grillfläche wieder sauber zu bekommen. Klingt fast unmöglich, funktioniert aber. Magic, oder? Guckt euch bitte mal diese spiegelblank geputzte Platte an. Ich hätte im Leben nicht gedacht, tatsächlich, dass sie so sauber wird. Wirklich. Keine Schlepperei, keine Rauchbelästigung, keine Brandgefahr. Und der Rost säubert sich von ganz allein. Das könnte Grillen der Zukunft an öffentlichen Orten sein. Bis dahin testen wir nochmal den zusammensteckbaren Gasgrill. Für den gibt's viel Zubehör, Spieße, Räucherschale und einen Deckel. Matthias und Tobi probieren die Plancha aus. Halb Rost, halb Grillplatte. Also fast wie beim Elektrogrill, nur in klein. Dafür stecken sie Ananas-Basilikum-Spieße mit ordentlich Bacon. Und dazu gibt's ein Highlight-Spiegelei vom Grill. Das funktioniert auf einem klassischen Rost eher nicht.
Das Zubehör ist hochwertig, aber nicht preiswert. Kochbesteck von daheim tut's auch. Ihr könnt natürlich auch einfach irgendwelche anderen Spieße nehmen. Ne? Ihr könnt natürlich auch einfach eine Pfanne nehmen, die ihr schon habt. Ne? Also man braucht nicht diese ganzen Zusatzsachen. Und die Performance des kleinen Steckgrills überrascht. Ja, er bringt die Leistung auf jeden Fall. Ist super, ist auch, dass er schön klein ist, überall reinpacken kann. Packst du auf den Gepäckträger oder ins Kanu oder selbst auf den Berg kannst du ihn mitnehmen. Ja? Nur selbst reinigen kann sich der kleine Grill nicht. Da muss der Stahlschwamm ran. Also der hält das aus, das ist überhaupt kein Problem. 2 Minuten Power und dann sieht er schon wieder aus wie neu. Okay, etwas Patina bleibt zurück. Aber die sollte ein Outdoor-Grill auch haben. 180 Euro ist natürlich eine Stange Geld, aber der Grill soll ein Leben lang halten. Und ich meine, dafür ist es ja echt keine schlechte Investition.